So, jetzt schauen wir mal. Inka ziehen wir jetzt. Oh, okay, doch. Sie haben es gut gezogen, da kann man nichts sagen. Das ist schon mal ein gutes Vorzeichen, ne, wenn das klappt. Ich habe mir sogar eine Flask und ein Ding reingehauen. Die anderen haben sogar auch sowas Ähnliches drin wie eine Flask zumindest. Der eine hat, glaube ich, irgendeinen Trank drin. Weiß nicht, soll ich hier die eine Gruppe mit reinziehen? Geht eigentlich aus, ne? Ich habe nämlich Inka laufen. Dachte ich mir, komm. Okay, das hat funktioniert. Okay, den hat er übernommen. Muss immer ein bisschen gucken, ne? Ich habe jetzt nochmal Inka. Dann ziehen wir es gleich mal. Und die anderen machen wir dann ein bisschen vorsichtiger. Muss mal schauen, wann kommt denn der Pride? 9. Ich glaube, das war jetzt gar nicht so gut, oder? Hier habe ich noch keine so eine richtige Route, muss ich zugeben. Deswegen bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, der Pride kommt ziemlich bescheiden, ne? Oder? Was sind denn die hier noch? 1, 1,5. Oh no. Das geht nicht aus, ne? Die 2, die da hinten noch kommen. Oh fuck, das waren ja die Kackviecher, die halt hier übelst hochgebufft werden. Nehmen wir den mal noch runter. Zum Glück hatte ich es wegkicken ready. Aber die bringen zu wenig. 1,4 beide. Und dann haben wir hier noch 1,4. Oder? Nee, das wird ganz knapp nicht reichen. Doch, das wird reichen. Den einen müssen wir noch interrupten. Wir wollen nämlich, dass der Pride dann hier spawnt. Dann können wir den Pride für den Mob da benutzen. Okay, war doch gut, glaube ich, wie ich es gepullt habe. Besonders talentiert. Euch werde ich noch Demut beibringen. Ist halt die Frage, ne, ob sie wirklich dann noch große Quellen einfügen, wo du extrem viel mehr kriegst. Aber was man halt beachten kann, es gibt halt verschiedene Quellen. Don't move, schreibt der eine. Okay. Verschiedene Quellen, wo du relativ viel kriegst. Es gibt Quests, wo du dann dreimal 250 kriegst, zum Beispiel hier so PvP-Quests in Oribos, ne? Also, wenn du die halt mit mehreren Twinks machst, kannst du halt über die Zeit, ne, wenn du immer nur diese krassen Quellen mitnimmst, relativ viel Anima für wenig Arbeit mitnehmen, wenn du halt mehrere Chars hast, vor allem auch, ne? Also da kann ich mir schon vorstellen, dass man damit dann mit wenig Aufwand schon recht viel machen kann. Da muss halt die Chars halt alle mal hochspielen, ne? Ich plane ja im Moment, hallo, wo bist du hin? Ich plane ja im Moment mit insgesamt 4 Chars, ne? Also 3 habe ich ja schon oben. Mein Druid, der ist bei den Necrolords. Dann habe ich einen Twink, der ist bei den Ventier, das ist der Monk, ne? Mit dem ich auch meine Auktionshausgeschäfte mache. Und dann habe ich, jetzt soll ich vielleicht hier den Ding runternehmen. Und dann habe ich noch einen Druid, der ist bei den Nightfee. Und dann level ich mir gerade nochmal parallel einen. Ich level mir eigentlich 2 Druids hoch, aber einen so ein bisschen mehr auf den Fokus. Und der kommt dann zu den Kyrianern. Das sind halt alles Lederträger, hat den Hintergrund, weil ich halt erstmal das Ledertransmogzeug haben will, ne? Und ja, gut, also wenn man irgendwann alles haben wollen würde, dann müsste man halt. Sollen wir die da zusammenpullen? Eigentlich könnten wir die auch reinpullen, ne? Ach komm, das geht. Ich habe Inka ready. Das geht. Ich laufe aber diesmal über die Treppe und springe nicht runter. Oder? Ich bin am Überlegen. Hier haben wir noch so kleine Viecher. Dann haben wir noch so einen Dude. Der hat fast kein Leben. Spotten. Warte mal, war der Spott nur noch? Eigentlich war der doch nur noch 10...
10 Meter. Haben die das wieder erhöht? Bin ich jetzt komisch? Hütet euch. Moment. Ich habe mich letztens übelst darüber aufgeregt. Jetzt muss ich bloß schauen, dass ich die nicht adde. Ich habe mich übelst darüber aufgeregt, dass der Taunt auf 10 Meter runter reduziert wurde. Vielleicht hatte ich da auch einen Debuff oder irgendwas drauf. Ganz komisch. Also ich springe immer ungern hier runter. Aber diesmal haben wir eigentlich keine Effekte, die uns arg benachteiligen. Dementsprechend, jetzt kommt halt hier gleich der Pride, ne? 6%. Ich glaube, nee, also die dürften noch nicht den Pride spawnen. Aber der... Ich kick die jetzt einmal. Ich hätte jetzt eigentlich die Kleinen noch dazu pullen können, aber... Aber die hier können auch schon ordentlich reinzimmern. Vor allem, wenn die dann auch noch den Buff haben. 3%, okay. Die sollten wir jetzt halbwegs gleichmäßig killen. Und da kommt jetzt dann der Pride raus. Ach, er hat Trees? Und zieht sie jetzt erst? Also, das ist der erste Pack, wo er seine Trees zieht. Und gut, er hätte die Trees halt ziehen sollen, wenn die Mobs alle den Buff drauf haben. Aber okay, wenigstens hat er es jetzt mal gezogen. Die ganzen anderen Packs hat er die Trees halt nicht rausgepackt. Wäre halt gut gewesen, um ehrlich zu sein. Wenn er sie mal... Ich laufe mal dahin, das müsste hier passen. Wenn es ich jetzt gleich kriege, dann muss ich auf jeden, oder? Wenn ich so stehen bleibe, müsste es passen. Brauche mal ein bisschen Wut, um hier mich zu heilen. Eule müsste auch passen, so. Dann habe ich eigentlich Inka und den Buff, dann können wir beide mitnehmen. Das müsste easy ausgehen. Ich habe leider in meinem Dungeon-Tool jetzt vorher keine Route geplant. Deswegen, I don't know. Das müssten wir jetzt easy weggecleaved kriegen. Achso, die Eule hat das schon runter. Die Eule kann das nämlich auch runternehmen, hier mit dem Ding, ne? Macht natürlich schon Sinn. Also ich will mich jetzt nicht beschweren, ne? Aber die, also es ist gut, dass die Eule die Trees hat, ne? Ganz klar. Aber er zieht sie ein bisschen komisch. Ich bin komplett voll, hab gar keinen Stress und die Mobs sind voll und er zieht halt instant die Trees rein. Es wäre halt besser, wenn er die Trees ziehen würde, wenn ich struggle und oder wenn die Mobs low sind, dann haben sie nämlich den Damage-Buff und dann kannst du halt auch was abfangen. Das wäre halt ein Ticken cooler noch, aber naja gut. Das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau tatsächlich. Schau mal, wir haben den Vent. Stimmt, Vent hier können ja hier diese Viecher versklaven, ne? Das hatten wir ja als Effekt. Das orientieren wir mal. Nehme ich mal das hier raus aus dem Spiel. Wir müssen eigentlich die Putt fast machen. Ja, wir müssen die Putt machen, es hilft halt nichts. Haben wir halt leider zu viel Trash gemacht. Ziehen wir... Ich hätte jetzt... Ja, das ist jetzt halt Kacke. Ich weiß nicht, wie wir es hätten anders machen sollen. Danke dir fürs Followen. Eigentlich ist es jetzt blöd, ne? Weil wir jetzt quasi den Pride jetzt spawnen, oder? Ja, wir spawnen den Pride jetzt und haben da aber noch die große Gruppe. Holy moly, okay, jetzt muss ich es mal kurz wegkicken. Nehmen wir mal den Debuff runter. Willst da keine CDs ziehen müssen. Eigentlich wirst du halt den Pride immer für den Boss, ne? Wir müssen jetzt halt, ja, das ist halt kacke.
keine Ahnung, wie wir hätten anders laufen sollen. Wenn wir jetzt hier noch mehr Trash wegmachen, dann overcappen wir, glaube ich. Oder wir haben, nee, in Rock haben wir keinen dabei. Ich weiß halt nicht, ob's nicht auch Sinn macht, hier dann noch mehr Trash zu töten. Wie viel hast du denn noch? Ja gut, du hast oben schon noch ein bisschen was, ne? Ja, egal. Lass gleich den Boss jetzt machen, scheiß drauf. Jetzt ziehe ich den Boss mal. Kommt mit. Ziehe ich jetzt mal dahinter. Jetzt haben wir da nämlich gut was zugeschissen. Das ist zu weit entfernt. Aber gut. Fuck it. Uff. Da war ich jetzt aber kurz in der Ding drin, oder? Kurz in der. Das dreht sich nämlich. Das dürfte jetzt gleich in die andere Richtung gehen, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass wir ihn so schnell runterhauen. 25%, also es geht ja echt klar. Der Pala hat es jetzt nicht so leicht. Kommt nochmal sein komisches Drehen. Ich glaube, ich muss ihn rausziehen. Kommt mal mit hier. Das ist jetzt natürlich suboptimal, ist ein bisschen weit am Rand. Aber er kann hier noch vorbeilaufen. Der Hunter hat trotz Turtle von dem Ding Schaden gekriegt. Habt ihr das gesehen? Der ist durchgelaufen. Aber der Schaden war jetzt ganz gut. Letzte Mal fällt mir gerade ein, haben wir da hinten nochmal Trash weggemacht, dass der eine nochmal so ein Gargoyle holen konnte. Vielleicht wäre das auch sinnig gewesen. Jetzt weiß ich halt nicht, wie viel Trash wir jetzt da oben noch brauchen. Aber ich glaube, das letzte Mal haben wir ganz knapp overcapped. Also es war ein Ticken zu viel. Da sind wir, glaube ich, auch ähnlich. Aber ich glaube, da hatten wir da die beiden Mobs noch dabei. Da bin ich mir jetzt gar nicht ganz so sicher. Kommt in der nächste. Achso, okay, er hat Master an rein. Nehmen wir die mal noch mit. Ich weiß nicht, ob wir die beiden brauchen. Jetzt haut er seine Trees raus, ich hab Inka laufen, da ist alles gut. Kommt denn der Pride jetzt? Okay, wenn wir schnell sind. Warten. Den kann ich auch zurückpullen. Dann machen wir den halt erst noch. Und dann müssen wir einen von den anderen machen und dann dürfen wir oben den Pride. Und wie viel bringt der? Der bringt 2,5. Okay. Dann können wir oben direkt vor, weil der nächste Boss ist der ätzende. Aber das passt, wir kriegen dann oben den Pride. Haben wir halt, also den hätten wir halt eigentlich nicht unbedingt gebraucht. Nein, jetzt haben wir beide.
Warum haben wir jetzt beide? Sonst kommen wir immer... Das ist jetzt nicht gut. Die hauen nämlich gut rein. Keine Ahnung, ich will jetzt eigentlich keine Dev-CDs hier raushauen müssen. Ich bin außer Reichweite. Ah, jetzt hat er zum Glück die Trees gezogen. Bisschen zu früh. Ich weiß auch nicht, warum da jetzt beide gekommen sind. Also ich glaube, wir sind alle an dem einen durchgelaufen. Ihr haltet euch für besonders talentiert. Okay, aber Pride haben wir jetzt gut gespawnt. Ich glaube, in der Instanz wäre es tatsächlich besser, man zieht am Anfang HT bei dem großen Pack und dann beim zweiten Boss und dann beim Endboss wieder. Wisst ihr, was ich meine? Dass beim ersten Boss, du machst so viel Trash, bis der erste Boss kommt, das ist eigentlich ziemlich wasted. Wahrscheinlich ist es besser, du machst einen Big Pull am Anfang, ziehst HT, natzt alles Mögliche weg und dann kannst du es wahrscheinlich hier ideal bei dem wieder ziehen. Schauen wir mal. Bin ja mal gespannt. Ich hätte hier gar nicht Inka ziehen sollen bei dem ersten Ads. Mein Boss ein bisschen raus, dass er die... Der ist mit Boss-Buff halt ein bisschen eklig, weil der haut auch ziemlich raus, dann kommen irgendwann ziemlich viele Ads. Eigentlich hätte ich mir Inka sparen müssen für die zweite Ads, weil immer alle bei den ersten Ads natürlich ihre ganzen CDs rauswemsen und man danach halt nicht mehr viel hat. Ui, wir haben einen Ad verpasst, oder was? Der killt die nur, wenn sie tot sind. Oh, fuck it. Casten alle auf mich durch, jetzt muss ich sie mal alle desorientieren. Schauen wir mal, dass man halt... Ja gut, so kriegt er jetzt halt zwei. Obwohl doch, der hat ein paar mehr gekriegt noch. Das ist anscheinend weiter, als der Kreis ist, ne? Das ist halt die Frage, ob wir AT für den Endboss aufsparen. Muss auf jeden Fall mal CDs hier ziehen. Jetzt habe ich halt nicht mehr sonderlich viel. Ich habe jetzt keine CDs mehr, gar nichts. Keine Heilung. Ich zieh jetzt einfach hier mein Schild. Die werden lustig. Am Ende hauen die richtig rein, die Kollegen hier. Diese komischen Bären. Nein, warum zieht er... Warum zieht er das jetzt? Die Bären, wenn die groß wären, dann würde ich es halt echt brauchen, ne? Dann würde ich es echt brauchen können. Sobald die hier groß wären und Rambazamba machen, muss ich sie... Jetzt muss man sie wegkicken. Mal den Ding runternehmen. Alter, die hauen so rein, die Bären. Das kannst du echt... Ich laufe raus, die tank ich nicht, kannst du knicken. Wenn die da die beiden Buffs drauf haben.
Ohne Scheiß. Habt ihr gesehen, ein Hit und ich bin fast am fast am Sack. Habe ich hier für Inka gezogen. Ich bin dann halt beim Chess so safe, wenn ich Inka habe. Und die ganze Zeit einfach nur hauen durch Spam mit dem Schild. Mal schauen, kriegen wir hier noch einen Pride zusammen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Reicht knapp nicht. Üben der eine letzte Mob, der spawnt uns dann den Pride. Okay. Auf geht's. Oh, jetzt habe ich nicht aufs Heiler-Mana geguckt. Der hat nur 60%. Ich hoffe, das reicht für ein Boss. Aber der hat sich halt jetzt nochmal so ein Viech geholt, ne? Mal vielleicht ein bisschen halbwegs defensiv dann unterwegs sein. Wobei, der ist jetzt nicht so der krasse Tank-Hitter. Der haut halt auf die Gruppe extrem drauf. Mal die ganzen Casts interrupten im Optimalfall. Ah, super, wir haben wieder Double interrupted. Und sie haben kein HT verwendet. Aber wir haben ganz okayen Damage dabei, also da kannst du gar nichts sagen. Ist halt schön, sogar der Heiler kann halt, hat einen Range Interrupt, ne? Ich bin anvisiert. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich als Tank anvisiert wurde, tatsächlich. So, haben wir jetzt noch einen Behälter. Achso, einen da hinten haben wir noch, ne? Und dann spawnen sie nach. Ich könnte einen Boss langsam dahinter ziehen. Na gut, jetzt spawnen dann eh gleich neue. Na gut, der Heiler hat noch 36% Mana, das passt. Warte mal, oder? Es müssen noch neue... Ach doch, hier ist ein neuer gespawnt. Ideal. Ich dachte mir, ob der Boss halt einen Soft-Enrage hat, ne? Aber der Endboss wird dann halt nochmal interessant. Weil der Endboss ist halt krass unterwegs, tatsächlich. Krass unterwegs, okay. Also ich kenne Gruppen, die machen vorher die Ads und pullen ihn dann erst. Ich weiß nicht, ob das die bessere Alternative ist. Ich glaube fast schon, tatsächlich. Weil ihn kriegst du so eh nicht runter. Holy moly, sind da ein Haufen Explokugeln. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Da habe ich halt ewig viele so kleine Viecher. Gehen wir jetzt mal zu ihm ran. Die müssen wir dann eh hochziehen wegen dem Pride, ne? Endboss, da entscheidet sich dann halt alles. Also sind immer noch welche da hinten? Nötig. Ich muss näher ran. Schauen wir mal. Da hinten steht halt immer noch einer. Also ich glaube, es wäre 10-mal schneller gegangen, wenn wir vorher die Trash-Mobs gekillt hätten und dann den Boss, ne? Aber der eine hat den Boss schon angeschossen gehabt, bevor wir
bevor ich überhaupt im Raum war. Aber von den Prozenten passt es ganz gut, oder? Oh gut, der bringt 7%, also wir hätten auf jeden Fall noch was skippen können. Ah, gut, okay. Der bringt halt richtig viele Prozente. Also ja. Wir haben quasi 5% zu viel. Das ist nicht gut. Ich bin überlegen, was hätten wir skippen können? Die Putt hätten wir vielleicht skippen können, aber dann ist es in dem Raum schon ein bisschen ätzend. Und gut, wir haben zwei... wir haben zwei Gargoyle gemacht, die wir hätten nicht gebraucht. Der eine, der rumgelaufen ist, den hätten wir abwarten können. Und den einen auf der Treppe, ne? Die beiden hätten wir skippen können. Die waren unnötig. Tatsächlich. Eure Anwesenheit langweilt mich. Ich muss mich wohl selbst um euch kümmern. Hinfort, Gesindel! Aus dem Weg! Ach, schon gleich beim ersten Ding treffen lassen, ist halt bitter. Hütet euch. Ah ne, jetzt zieht er sie erstmal ran, ne? Ja, okay. Ich stell mich hier rein. Geh rüber. Eule ist halt bei 14k DPS. Gut, wir haben HT und Ding gleichzeitig laufen, ne? Da geht halt richtig was. Lieber ein bisschen raus. Jetzt kickt er sie gleich wieder irgendwo hin. Ich habe mehr als genug Anima. Hallo, da muss jemand rein. Hunter, Hunter! Oh boy, was machst du? All den Typen... Oh mein Gott, wie kann man denn... Das ist zu weit entfernt. Euer Stolz ist unverdient. Ohne Scheiß hier. Oh boy, ich sag's euch. Ich brauche nämlich heute noch einen Key, der mir Score Plus bringt und nicht wieder Minus. Ich habe jetzt leider nichts mehr, was ich ziehen kann. Ich zieh jetzt mal einfach meine Ding hier. Eila hat mich jetzt nicht mehr... Ich habe jetzt ein bisschen Schiss zu sterben am Ende noch. Deswegen haben wir jetzt nicht mal die Dings Fleischform noch durchgecastet. Aber gut, ich überlebe noch 10 Sekunden länger, nachdem ich tot bin. Gott sei Dank, in time. Das war ein schöner Run. Kriegt natürlich wieder gar nichts. Immer das Gleiche. Aber der bringt mir für den Score zumindest ein bisschen was. Der eine schreibt, Need. Ach, mein Kettenteil, ne? Gut, wunderbar. Schöner Run war das.